Nomen est omen, sagt der Lateiner. Zu gut Deutsch, der Name ist Programm. Wer seine Steuererklärung das erste Mal elektronisch auf dem Computer macht und sie dann an die Finanzbehörde überträgt, der wird bemerken, dass das Programm, das dazu bereitgestellt wird, zwar offiziell elektronische Steuererklärung heißt, aber abgekürzt wird es Elster. Ein wohl nicht ohne Selbstironie gewählter Name, der die diebische Elster mit dem Finanzamt verknüpft. Oder hat das Finanzamt bei der Bereitstellung dabei an uns als Bürger gedacht? So ist das mit Namen. Sie sollen ja etwas aussagen. Das riesige Muskelpaket mit dem Namen Haut drauf und Schluss oder der unbestechliche Steuereintreiber Incorruptus bei Asterix und Obelix sind jedenfalls, was ihren Namen anbetrifft, aussagekräftiger als R2-D2 oder C3-PO. Und sollten Sie jetzt Star Wars-Fan sein, rufen Sie uns nicht an, um uns die Bedeutung zu erklären. Und nur weil Namen Bedeutung haben, macht es Sinn, in jemandes Namen unterwegs zu sein. So wie in historischen Filmen jemand etwas im Namen des Königs verkündigt. Und genau das ist die Frage für heute. In der Bibel und in anderen Kulturen spielen Namen eine große Bedeutung. Größer noch als in unserer westlichen Kultur. Und wir treffen überall in der Bibel auf die Formulierung im Namen von oder in meinem Namen. Jesus benutzt diese schon aus dem Alten Testament bekannte Formel und bezieht sie auf sich, so zum Beispiel in diesen zwei Texten. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Oder was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und wer schon einmal Christen hat frei beten hören, dem wird vielleicht am Ende die Formulierung aufgefallen sein, wir bitten das im Namen Jesu Christi. Amen. Aber was genau bedeutet das denn? Wenn ein Urteil im Namen des Volkes ergeht, dann will das wohl heißen, in der Autorität des Volkes. Der Richter steht stellvertretend für das ganze Volk, für den Rechtsstaat. Sein Wort hat in dem Moment deutlich mehr Gewicht, als wenn er abends mit den Kollegen am Stammtisch sitzt und sich unterhält. Wenn wir also etwas im Namen Jesu Christi tun, dann in seiner Autorität, aber doch bestimmt nicht dadurch, dass man das einfach so sagt. Das ist ja keine Zauberformel. Vielleicht meinen wir damit aber auch im Auftrag von. Damit will man sagen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das ist Pflicht. Und wenn du ein Problem damit hast, wende dich an meinen Auftraggeber. Das wiederum kann aber auch leicht ein feiges Ablehnen von Verantwortung sein. Denn wir wissen, im Namen von Religion oder im Namen Allahs oder im Namen Gottes begehen Menschen auch heute noch die größten Gräueltaten und verstecken sich dann auch noch feige hinter dieser Formulierung. Mit einem Wort Jesu möchte ich versuchen, das Geheimnis um diese Formel zu lösen. Wir sagten ja zu Anfang, Nomen est omen, also der Name sagt etwas über die Person aus, nämlich über ihr Wesen, ihren Charakter. Nicht wer jemand ist, sondern wie jemand ist. Hier nun das Wort Jesu aus seinem längsten überlieferten Gebet, das er kurz vor seinem Tod formulierte. Da fasst er seine Mission, seinen Auftrag zusammen und sagt Folgendes. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Es gibt Leute, die meinen, hier sei die richtige Aussprache des Gottesnamens gemeint, als ob Gott Wert lege auf sprachliche Reinheit. Nach dem Motto, ach, so wird es korrekt ausgesprochen.
Der Zusammenhang macht aber deutlich, dass Jesus hier kurz vor seinem Tod seinen Auftrag, seine Absicht, sein ganzes Leben und Schaffen zusammenfasst. Ich habe doch nur versucht, den Menschen zu zeigen, wie du bist, wie du Gott bist. Und wie? Ein Gott, der die Armen selig preist, der mit den Ausgestoßenen feiert, die Gescheiterten liebt, die Schrägen umarmt, die Sünder willkommen heißt, die Loser zu Siegern macht und die Gefangenen zu Freien. Ein Gott, der will, dass Kranke gesund werden, Besessene zur Ruhe kommen und es im Reich Gottes keine Hierarchie nach Rasse, Geschlecht oder Stand geben darf. Kurzum, dass Gott Liebe ist. Das wollte Jesus uns zeigen. Und so sagt er ständig im Johannesevangelium: Schaut mich an, dann wisst ihr, wie Gott ist. Name ist Wesen. Es geht ums Wie. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Und das ist die Lösung des Rätsels um die Formulierung im Namen Jesu Christi. So wie Jesus, der uns Gottes Wesen zeigen wollte. Und so wusste Jesus schon selber, dass es Menschen geben wird, die zwar sagen, sie würden in seinem Namen handeln, es aber nicht tun. Warum? Weil es nicht dem Wesen Gottes, nicht seiner Art entspricht. Zum Beispiel, weil es eigennützig ist oder lieblos. Wenn wir also die Formulierung im Namen Gottes oder im Namen Jesu Christi das nächste Mal hören oder sogar selber verwenden, dann wissen wir nun, das stimmt nur, wenn das Gesagte oder das Erbetene dem Wesen des liebenden Gottes entspricht. Nun ahnen wir vielleicht, warum manches Gebet, das vermeintlich in seinem Namen gesprochen wurde, doch nicht erhört wurde. Also sollte man wissen, wovon man spricht, von wem man spricht, wenn man mal wieder im Namen des Herrn unterwegs ist. Wie Gott ist, sein Charakter. Das allerdings kann nur der oder diejenige beantworten, die ihn persönlich kennt. Ist ja logisch, oder?